Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder im Savoy. Und läuft sie schon? Sie läuft. Krass. So, entweder da klicken, da klicken, da klicken oder da. Was hat sich denn eigentlich verändert im Vergleich zur Vorpremiere von Wir nach? Weil du hast ja gesagt, das kann sein, dass du nochmal alles umschmeißt. Und hast du alles umgeschmissen? Welche Vorpremiere habt ihr gesehen? Im Düsseldorfer Zack. Au! Also die erste Hälfte ist relativ nah bei der Premiere, weil einfach die Arschloch-Attitüde, die habe ich noch ein bisschen ausgearbeitet, aber sage ich mal, die Attitüde ist ja weiter, bleibt bestehen. Der zweite Teil, da hat sich, glaube ich, einiges getan, da müssen wir hinterher drüber reden, weil einfach der Zeitgeist, ne? Also bei meiner Premiere war Greta noch nicht die Greta, die Greta heute ist, und wenn man sich vorstellt, jetzt hatten wir gestern in Halle das Attentat, es passiert immer irgendwas und du musst darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren, also die Stimmung ändert sich, jetzt haben wir schon die beiden Wahlen dann auch in Ostdeutschland. Die dritte Wahl kommt. Es passiert ja immer irgendwas, ne? Aber was mir aufgefallen ist, ich kann jetzt nur über die Vorpremiere sprechen, du bist so böse geworden, oder? Was? Überhaupt nicht. Also, ich finde, du bist deutlich fieser nochmal geworden. Das hört sich an wie meine Frau. Nee, ich bin viel handsamer. Sagen wir mal so, das ist jetzt the next level, schon so ein bisschen. Also man muss sich ja auch irgendwie verändern. Und ich habe das Gefühl, die Spiegelung, also wenn man das in der Gesellschaft wachrütteln möchte, funktioniert es am besten, indem man es spiegelt. Hm. Und dementsprechend stelle ich jetzt das auf der Bühne dar, was wahrscheinlich wenige in sich selbst finden wollen. Und deshalb bin ich wahrscheinlich in der Runde böser. Hm. Aber ich liebe einfach schwarzen Humor. Also wenn jemand sagt, das schönste Kompliment, was ich bekommen habe bei dem Programm, war, zwischenzeitlich habe ich gedacht, Herr Puffpaff, aus der Nummer kommen Sie nicht mehr raus, und dann haben Sie es doch geschafft. Hm. Das finde ich gut. Und das ist echt das coolste Kompliment, was ich bekommen habe. Ja. weil du gerade sagtest, Greta, es hat sich ja wirklich viel geändert. Ne? Damals hast du gesagt, dass du dir eigentlich wünschen würdest bei diesen Fridays for Future, dass sich die Erwachsenen nebendran stellen und auch die Kinder quasi unterstützen. Ja. Ne? Ja. Wie ist es denn jetzt? Hat sich so das Bild Greta für dich geändert? So, weil es ist ja echt wirklich viel passiert. Ne? Super viel passiert. Also die Erwachsenen stehen daneben. Mittlerweile gibt es ja auch dann die Workers for Future. Mhm. Also das heißt, die Bewegung wird immer größer. Liebe Greta, ne, hoffentlich bist du ja Abonnent. Ich würde sie vehement unterstützen, um sie, sage ich jetzt mal, psychisch zu stabilisieren. Sie sollte sich jetzt rausziehen aus dem Ganzen. Also die Ikonisierung, die ist mehr oder minder abgeschlossen. Das kann jetzt nur noch zu ihren Lasten gehen. Und dann wird sie zu so einer Johanna von Orléans, und die ist auch nicht lebendig aus der Nummer rausgekommen. Das finde ich krass. Was mir tierisch auf den Sack geht, ist das Einschlagen auf sie, dass sie als Figur mittlerweile missbraucht wird. Das halte ich für extrem gefährlich, und sie ist erst 16. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, ja, sie hat was losgetreten, aber mittlerweile ist es eine große Masse, die für sich steht, ähnlich wie die Proteste in Hongkong. Da gibt es auch keine Figur, die dem Ganzen voransteht. Greta hat es losgetreten, aber jetzt ist es eine Bewegung, und man sollte die Bewegung in den Vordergrund stellen, und wenn man ein Problem mit der Bewegung hat, dann sollte man bitte diese Bewegung in Frage stellen und nicht weiter auf diesem Mädchen rumhacken. Also das finde ich sehr, sehr kurzsichtig. Ist aber, glaube ich, ein gesamtdeutsches Problem, dass wir gerne halt immer eine einzelne Person haben, auf der wir rumhacken, anstatt dass wir uns gegebenenfalls mal um das komplexe Bild, was vielleicht auch noch mit drin steckt, da bemühen. Ja, wobei, es momentan hat man ja so das Gefühl, entweder du darfst für Greta sein oder du findest sie blöd. Ne? Also es ist ja immer so, das ist halt die Kacke, dieses Schwarz-Weiß, dafür, ja, dagegen, Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. Deshalb es muss jetzt auch nicht jeder sofort den Autoschlüssel in Rhein, Main, Donau oder sonst was versenken, sondern es geht ja nur darum, mal drüber nachzudenken. Also ist es notwendig, dass wir alle drei Autos zu Hause haben? Ist es notwendig, dass wir, obwohl wir eine Garage haben, die Karren auch noch alle auf der Straße stehen haben und deshalb Kinder nicht mehr auf der Straße spielen können? Ist es notwendig, dass wir unser Schulsystem weiter mit den Füßen treten und uns über alles andere Belanglose aber aufregen? Also darum geht es. Ne? Und dieses Dafür und Dagegen, das nervt. Alles ist nur noch die Achse des Guten, die Achse des Bösen. Es gibt nicht Schwarz und Weiß. Nein. Und das ist ja der große Vorteil des Menschen, ja, dass man auch Kompromisse finden kann, dass er Kompromisse finden kann, dass er auch gegebenenfalls mal sich zurücknimmt und sagt, okay, für den Frieden nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Hm. Und das dürfen wir nicht verlieren. Ja. Aber Schwarz und so Weiß. Philosophisch, ich dachte, das ist ein witziges Interview. Komm, wir reden jetzt über was Witziges. Pass auf, Schwarz und Weiß. Doch, ich wollte gerade eine Überleitung machen. Und zwar, krass. Ja, krasse Überleitung, pass auf. Schwarz-Weiß, Achtung, dein Tourplakat. Alter Verwalter.
Ja. Das ist nicht ein Grimme-Preis. Warte, jetzt kommt noch was. Okay, ja. Und zwar, du hast ja auch wieder, war das beim letzten Programm, irgendwo habe ich dich beim Stand-Up gesehen, da hast du gemeint, von wegen Christian Lindner und post-ejakulativer Ausdruck. Ja. Dann habe ich dein Tourplakat gesehen und dachte mir, ist es eine Anspielung? Man muss immer dahin gehen, wo der Schmerz ist. Witzigerweise, also ich bekomme Christian Lindner, ist einmal eine Referenz und das andere Game of Thrones, Staffel 3 oder 4. Da sind auch die ganzen Köpfe so nebeneinander. Ach ja, okay. Also da die DVD-Box, DVDs, liebe Kinder, das war früher sowas wie Netflix. Absolut, ja. So, und ich finde das Plakat, wenn man alle meine Plakate sieht, dann ist es halt auch einfach die Evolution. Und ich finde das sensationell. So bisschen, ne? Ich habe mir das jetzt nicht angehört. Ja, nicht Christian Lindner, sondern wir werden halt immer schwarzhumoriger, schwärzer. Das Plakat ist halt dementsprechend auch schwärzer. Und der Gesichtsausdruck sollte eigentlich im Vordergrund stehen. Mhm. Also man weiß nicht, ist es Totenmaske, hält einer inne oder ist es vielleicht das Atemholen vom Amoklauf? Das sollte da so alles mit rein. Das waren so die Gedanken. Ist es denn heute schwieriger, auf die Bühne zu gehen? Weil gestern war ja das Attentat in Halle. Hast du irgendwie, dass du dann sagst, heute mache ich einen Kasper, ist irgendwie komisch oder? Nee, also ich, Gottes Willen. Also wahrscheinlich wird es, vollkommen richtig. Also ich bin ja der Hofnarr, also der Kasper. Es wird dann schwierig wahrscheinlich, wenn das Attentat stattfindet, während ich auftrete. Also dann wird es, aber ansonsten wird bitte gespielt bis zum Schluss. Da sehe ich mich als Band wie auf der Titanic. Ja, richtig. Also wenn das Ding schon absäuft, gebt mir einen Whisky und dann singen wir, bis wir gurgeln müssen. Nein, also gerade jetzt, ich werde da jetzt auch nicht drauf gehen, weil das ist ja genau das, was ich nicht mache. Ich versuche nicht Schlagzeilen-Kabarett zu machen. Das heißt, ich versuche mich gerade von dieser von dieser Feuerwehrmentalität, die wir nun mal haben, da und hin, oder was ja auch Trump macht, hier schlimm, alle hin, alle Augen gucken dahin und dann ist wieder da drüben was und jetzt gucken wieder alle dahin. Mir geht es um, ich habe ein schönes Wort, Besonnenheit. Und Besonnenheit ist nichts anderes, das ist überlegte Gelassenheit. So, und das versuche ich auch auf der Bühne dann im Grunde genommen zu machen. Das heißt, Halle, ja, wichtiges Thema, aber in meinem Kabarett verwurschtel ich es nicht. Mhm. Kabarett, ich meine, du als Kabarettist, du hast die Kohle, du weißt, ne? Du hast das Geld. Was ist denn für dich Luxus? Digga. Freizeit. Ja? Freizeit, absolut Freizeit. Und im Grunde genommen auch da dann zu sein, wo ich gerne sein möchte. Also das sind A, Personen, B, Orte, und C, auch Momente, also das heißt, zu einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort zu sein. Also das ist ja einfach als fahrender junger Mann, ist es ja nun mal so, dass ich häufig dann bei irgendeinem Geburtstag oder sowas nicht da sein kann und dann den Luxus zu haben. Ich empfinde es zum Beispiel extrem luxuriös. Ein Freund von mir hat gefragt, ob ich am Samstag helfen könnte. Er will eine abgehängte Decke bei sich im Keller abreißen. Und ich habe gesagt, cool, Samstag habe ich keinen Auftritt, ich bin da. Ja. Und das finde ich total luxuriös. Das heißt, da fahre ich hin. Es gibt wie früher schöne Blaumann, Kiste Bier und wir werden uns den ganzen Tag Holzsplitter in die Augen rieseln lassen. Das halte ich für extrem luxuriös, dass wir das zusammen machen können. Und ansonsten natürlich die Freizeit mit den Kindern, cool, irgendwie das zu machen, was man halt wirklich will. Ja. Auch mein Job ist Luxus, dass ich das machen darf, ist Luxus. Also, siehst du das noch so? Total. Ich habe immer noch Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr auch. Mir macht es total viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon gleich da wieder. Ich freue mich aufzutreten. Ich finde es jetzt gar nicht. Ich habe demnächst jetzt 12 Tage frei. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nee. Kinder wahrscheinlich. Ach nee, es war ja Luxus. Ja. Kinder, ich freue mich voll auf meine Kinder. Letzte Frage, Weihnachten. Ist nicht mehr lange. Soll wieder stattfinden, haben sie gesagt. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Gibt es dieses Jahr den Wannsee? Ich frage jedes Jahr, aber du bist ja nicht so der Fan. Den Onesie, also wenn es den richtig schönen Weihnachts-Onesie, ich habe ihn noch nicht gefunden. Jedenfalls nicht den, der nicht zu 100% Polyester dann da. Aber das Witzige, hatte ich jetzt nicht, ich habe tatsächlich einen Onesie geschenkt gekriegt. Du hast mit dem Stern oben, hattest du einen. Nee, das ist ja der Weihnachtspullover. Aber ich habe jetzt nochmal einen an, aber der ist so fragwürdig. Das ist eine riesige amerikanische Fahne. Oh. Haben mir Freunde aus den USA geschickt nach dem Motto, das ist aber was, mit dem du auftreten kannst. Ich weiß nicht, für Weihnachten vielleicht, wenn alle voll sind, dann ziehe ich den an. Genau. Aber was machst du Weihnachten? Klassiker, es gibt, was essen wir eigentlich dieses Jahr? Ich glaube, es gibt Raclette. Also irgendwas, wo man halt 4 Wochen lang nicht mehr aufs Klo kann. Und dann werde ich irgendwann unter dem Weihnachtsbaum liegen und wahrscheinlich sämtliche Kindergeschenke mit meinen Kindern zusammen aufbauen. Cool. Meistens baue ich sie auf und die sagen dann, Papa, kann ich auch mal damit spielen? Und dann werde ich fuchsig. Dann sage ich, nein,
Ihr geht jetzt ins Bett. Papa hat Spaß. Papa will spielen. Nee, das mache ich. Also, bei uns ist das total entspannt, Weihnachten. Mhm. Passiert einfach so. Wir lassen uns aber auch nicht stressen. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Festivitäten wie Kirche und so. Habe ich mal gehört. Wir haben einen relativ ungetakteten Tag. Also der passiert einfach. Mhm. Und ehe man sich versieht, ist Weihnachten rum und dann heißt es, bald ist Ostern. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Bald ist Ostern. Vielen lieben Dank. Das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auch sehr auf gleich. Ja, kennt das ja. Nee, ich kenne das noch nicht. Immer. Ich kenne nur die Vorfunktion. Ja, ist so alles gleich. Na gut, ist alles gleich. Macht's gut, tschüss.